Kriegsbeitritt anbieten. Moment, wir müssen jetzt erstmal schauen, wie die Abstimmung hier läuft. Ja, 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 nein, nein, perfekt. Also, dann würde ich sagen, wir werden das mal machen. Das ging aber schnell. Die haben jetzt gar nicht abgestimmt. Die haben das sofort gemacht. Okay. Das heißt, wir haben die spätfeudale Verwaltung. Und jetzt... Boah. Das Spiel hasst mich. Ein kleines bisschen hasst mich das Spiel. Jetzt sind wir natürlich wieder im Krieg und können hier das Gesetz nicht ändern. Und wahrscheinlich sterben wir jetzt. Dann war wieder alles umsonst. Kriegsbeitritt von Kleinkönig von Island. Ja, du kannst ja mal mitmachen. Ist okay. Ist okay. So, oh, Moment mal. Offenbar fährt er jetzt doch hier rüber. Dann können wir ja doch auf der Insel verbleiben. Wir haben einen Anspruch hier drüben. Das können wir machen. 229. Wir leisten uns das trotzdem. Wo kommt er denn an jetzt? 148. Wo sind denn die restlichen Einheiten? Was ist denn los mit dir? Irgendwo muss er noch 2000 haben. Als ich einen Pfeil auf die Kerbe lege und über die Pfeilspitze meine Beute genau studiere, beginnt Graf Zündidan plötzlich laut zu rufen und zu schreien. Als ich Graf Zündidan wütend anstarre und das Wildtier flieht, versuchte Zündidan, mir den Grund seines Verhaltens zu erklären. Die Lichtung lag nicht im Sonnenschein und daher wären die Organe nutzlos gewesen. Oh, wir sind enttäuscht und bekommen für 3 Jahre -1 Kriegskunst und -1 Diplomatie. Ich verstehe das nicht. Was will er denn hier mit seinen kleinen Einheiten? Kommt er jetzt hier an? Ja, der 22. Da muss doch was kommen jetzt. Gut, dann euch können wir ja dann vielleicht mal zum Belagern hier runterbringen. Ich denke mal, die werden nicht reichen, die Einheiten. So, er landet hier unten. Marschall Graf Gunnar erzählte mir von seiner Idee. Ich begriff eigentlich nicht, über was er redete, aber er war unerschütterlichen Glaubens daran, dass dies unser Militär verbessern würde. Kostet 27 Gold, ist okay. Und das sind ja auch schon 1800. Wir haben ausgerüstet. Haben wir den Elfgar? Wir nehmen mal den Elfgar an vorderste Front. Vielleicht stirbt er. Das wäre natürlich super. Als sich die Bauern im Frühjahr auf die Saat vorbereiten, schlägt euer Hofkaplan vor, mit der heiligen Reliquie die Felder zu segnen. Risiko lokaler Revolte -8 oder wir erhalten zynisch. Natürlich. Und gleich mal 65% Kriegsstand, weil wir den Nachfolger auf Königreich Dänemark bekommen haben. Dann werden wir die erstmal hier vernichten und dann machen wir uns auf den Weg zum Belagern von Dänemark selbst. Oh, da wird er schon. Sehr schön, da wird er schon belagert. Dann bringen wir euch gleich mal hier runter und fangen. In der Hauptstadt steht jetzt er hier drin. Dann fangen wir einfach hier oben an. Ich weiß nicht, ob es reicht. Müssten wir nicht eigentlich unserem Verbündeten jetzt sagen können, wie er sich verhält? Ich hätte jetzt schon gemeint, irgendwo kann man das einstellen. Pakte. Ich habe da irgendwas im Hinterkopf. Bei EU4 ging es ja. Das müsste eigentlich auch... Ah, hier steht es. Okay, Kriegsverbündete. Befehlen sich auf die Belagerung zu konzentrieren oder... Befehlen, Gegner zu jagen. Fokus auf Belagerung.
gut. Wir können ja hier auch schon mal aufteilen. Und dann bringen wir die 3500. Oder 3000. Oh. Was willst du denn von mir? Wir haben Schmerzen im Unterleib. Anzeichen von Blattern. China entzündet 3 Kerzen. Ist das unser Hofkaplan? Oh Gott, 12. 12 Punkte hatte nur. Gesundheit 0,25. Aber wir haben ja immer noch Blattern, oder? Ja. Fruchtbarkeit minus 10%, Gesundheit minus 1. Die Fruchtbarkeit ist egal. Schleichendes Fieber. Oh mein Gott. Ah, jetzt müssen wir nochmal alles machen. Das kann doch nicht sein, oder? Wir können jetzt... Oh. Das Spiel ist so grausam. Eine Behandlung bietet er uns an gegen unsere Krankheit? Ja. Bei der letzten Behandlung, als ich gesagt habe, mein Leben liegt in eurer Hand, sind wir Eunuch geworden. Jetzt nehmen wir mal das zweite. Er setzt uns vor einen hohen Spiegel und zündet um uns herum einen Kreis aus Kerzen an. Oh Gott. Okay, jetzt sind wir aber nicht mehr krank, oder? Doch, wir sind immer noch krank und dafür gefräßig und stolz. Schade, schade, schade. Das ist nicht okay. So ein Quatsch, oder? Wenn der Krieg jetzt nicht wäre, hätten wir schon längst die Primogenitur einführen können. 94%. Bring's zu Ende, damit wir hier das umstellen können. 98%. Gleich mal Frieden machen. Und unsere Einheiten wieder auflösen. Auch wenn die jetzt im gegnerischen Gebiet sind, aber dann sind alle weg, damit wir hier nicht den dicken Malus bekommen. Okay. Und jetzt schauen wir mal rein, wie es ausschaut. Wir können es immer noch nicht wählen, weil immer, oh, es ist immer wieder noch eine negative Meinung hier. Irgendjemand springt. Einige springen wieder aus der Reihe. Die wir hoffentlich etwas besänftigen können. Der können wir nichts mehr schicken. Das ist doch zum Mäusemelken. Okay, wir haben immer noch 2. Wir haben noch einen Titel, den wir vergeben können. Das ist okay. Der können wir leider nichts mehr schicken, deswegen wird die den Titel bekommen. Er ist in Klausur. Ich weiß nicht, wieso ich ihm nichts schicken kann. Ist der, was ist denn mit dem? Oh, der zieht momentan ein anderes Angebot von uns in Betracht. Hä? Habe ich dem schon was geschickt irgendwann? Lass mal die Zeit laufen. Graf entzündet dann. Steht doch Anspruch auf Herzogtum. War das der? Hm. Jetzt geht's. Ich hoffe, ich habe ihm noch nichts geschickt. Sehr schön. Und du bekommst jetzt noch den... Oh, ich glaube, wir schaffen es. Ich glaube, wir schaffen es. Du bekommst noch einen Ehrentitel. Nein, die hat schon einen. Das ist ja unser Schwanendingsbums. Oh. Das ist ja die... Oh, die Nachfolge herzugeben. Und der, die wir ermordet haben lassen.
Wir könnten ihr nochmal ein Artefakt geben. Den Finger. Nö, können wir nicht. Die ist nicht an Artefakten interessiert. Nicht Angriffspakt verhandeln. Wird sie wahrscheinlich nicht wollen. Wir könnten ihr einen Titel geben. Eine Grafschaft. Dann haben wir aber nur noch eine Grafschaft. Na gut, also wir müssen das mal logisch jetzt durchdenken. Wir haben noch einen Vasallen, der uns daran hindert, die Primogenitur einzuführen. Und wir müssen es machen, weil er hier mehr Unterstützer hat, immer noch. Oh, sogar hier ist der Herzog Pall vorn dran. Und hier, oh, hier können wir es einführen. Ach, das wird sogar aufgeteilt in die... Das wird sogar aufgeteilt in die Vasallen offenbar in Norwegen und in die von England. Ah, okay, dann führen wir doch hier gleich mal die Primogenitur ein. Zack. So, ich hoffe, das wirkt sich nicht auf dann auf die anderen. Oh. Schockiert durch Nachfolgerechtsänderung sind wieder alle jetzt. Aber wir müssen ja sowieso für beide machen. Das heißt, das wäre so oder so gekommen. Alter, wie mich das aufregt. Ah, wir haben halt alle schon geschmiert jetzt. ...228 müssen wir dem schicken. Zum Schmieren. Wir sollen eine Krankheit behandeln lassen. Ich dachte, das würden wir sowieso machen. Ja, wir müssen neu laden. Das lief jetzt so blöd. So, wir probieren nochmal. Ich vertraue eurer Einschätzung. Oh, er hat uns tatsächlich geheilt. Wie denn? Der Mond verlangt eure Huldigung. Sagt Chani Nai. Dann hieltet ihr eine Pfeife mit einem scharfriegenden Gewisch in den Händen. Nach einigen Zügen wandtet ihr den Blick gen Himmel und improvisiertet aus dem Stegreif das wohl großartigste Gedicht der Welt. Mit Versen, an die ihr euch später nie wieder erinnern solltet. Und jetzt sind wir ein Poet. Okay, aber wir sind immer noch krank. Wir sind ja immer noch krank. Können wir denn irgendjemand anderen als Hofarzt einstellen? Wir haben doch viel bessere Hofärzte, oder? 12. Hier, unser Tore zum Beispiel. Dann stellen wir den als Hofarzt ein mit 21 Punkten. So, dich setzen wir mal als Marschall ein. Er ist natürlich jetzt sauer, weil wir... Aber das ist ein ganz normaler Höfling, das ist kein Problem. Der darf ruhig sauer sein. Jetzt setzen wir dich ein. Ich habe noch nie so Probleme, das Erbfolgegesetz so zu ändern. Es gab immer mal wieder Probleme, aber dass sich das Spiel so dagegen wehrt, hatte ich bisher noch überhaupt nicht. So, jetzt pass mal auf. Können wir dir erstmal die Kohle schicken? Okay. Dann, dir können wir keine Kohle. Doch, dir können wir auch noch Kohle schicken. Und dann bleibt wirklich nur noch die eine, die Güta of Godwin über. Und der können wir nichts schicken. Und die will auch das Artefakt nicht. Nö. An der hängt es jetzt. Die könnten wir höchstens töten lassen. Damit wir dann dem Nachfolger, aber der Nachfolger ist hier kein Erbe der Dynastie. Aber das macht jetzt für uns eigentlich nichts, weil wir spielen das ja nicht. Ich frage mich nur, ob dann der Titel aus unserem Reich verschwindet. Wenn die jetzt hier stirbt. Denn das Herzogtum East Anglia
wenn der erbt, der Bereich dann hier rüber geht nach Frankreich. Das wäre nicht schön. Haben wir noch irgendeine Möglichkeit, wie wir eigentlich nur noch Landtitel gewähren? 40 Punkte würde sich dann das alles verbessern. Also das würde funktionieren und es bleibt eigentlich keine andere Möglichkeit über. Geschenk geht nicht, Artefakt geht nicht, einkerkern, schlecht, Heirat arrangieren. Ist ja verheiratet. Verlöbnis, Kind ausbilden, Vasall. Kind ausbilden wird normalerweise auch nichts bringen, Vasall übertragen. Wir könnten ihr, oh, vielleicht geht das. Graf von Dorset, wenn wir ihr den Vasall übertragen, um 10 Punkte steigert das ihr. Das können wir eigentlich machen. Okay, dann wird sie zwar ein bisschen mächtiger. Jetzt haben wir noch 14. Jetzt schauen wir mal, ob wir nochmal 2 übertragen können. Und ob das dann auch jeweils 10 Punkte bringt. Graf von Somerset. Bringt auch nochmal 10 Punkte. Und noch einen. Ich sortiere die mal nach Meinung. Nicht, dass die böse sind, wenn wir die übertragen. Ich würde irgendwas Kleines gern übertragen. Den Bürgermeister von Oxford. Bringt auch 10 Punkte. Dann machen wir es doch mit dem Bürgermeister. Nee, der ist von uns. Das ist natürlich Quatsch. Das dürfen wir nicht. In Tore. Ist der auch von hier? Aus Hampton. Wir haben Winchester und Oxford haben wir. Der ist hier drin auch wieder. Die ganzen Bürgermeister, die sind alle von uns. Yep. Wir müssen ihr einen Grafen übertragen. Den hier oben können wir übertragen. Was ist denn mit deinen Lampen, Wall? Was hast du denn mit den Lampen gemacht? Was bastelst du denn mit deinen Lampen rum? So, meine Freunde, und jetzt können wir es endlich... Ah, endlich. Ein historischer Moment. Wir führen die Primogenitur ein. Yes, yes, yes. Okay. Oh, gut. Wir haben es geschafft. Die Nachfolge ist gesichert. Jetzt können wir schalten und walten, wie wir wollen. Beziehungsweise wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen auf unsere Vasallen. Die sind jetzt noch säuerlicher. Wobei das hier gar nicht mehr drin steht. Nö, die Änderung ist hier doch hier schockiert durch Nachfolgerechtsänderung minus 50 für 30 Jahre. Oh Gott, ich denke mal, das wird sich auch übertragen auf unseren Sohn dann. Könnte ich mir vorstellen. Und unser Sohn hat auch schon 2 Kinder. Wir bilden die mal aus. Damit das was Ordentliches wird. Er hat einen Bastard. Ist denn da die Mama? Mavd. Mavd Ferch Ivor. Ein ganz gewöhnlicher Höfling. Was denn für Lampen in deinem Zimmer? Oder wo meinst du denn? Was hast du denn für Lampen ausgetauscht? So, wir werden jetzt mal ein bisschen Krieg führen. Weiterhin. Krieg erklären, Vassalisierung erzwingen. Wir könnten es auch hierfür jemanden beanspruchen. Wir zahlen hier oben für den Saran. Dann kann der hier noch eine zweite Grafschaft bekommen. Und uns kostet das nicht so viel. Vassalisierung kostet ja wieder Prestige, genau 250. Und hier zahlen wir gar nichts. Alle machen mit, das ist okay. Es kommt nur Osreige mit. Hier unten, die kommen mit, aber das ist okay. Gut.
führen wir hier noch ein paar letzte Kriege unserem alten König. In der Hoffnung, dass wir vielleicht sogar noch das Kaiserreich schaffen. Oh, wir sind wieder gesund. Sehr gut. So, hier wieder angreifen. Das heißt, wir machen die gleich mal weg. Wir sind wieder gesund. Unser Sohn akzeptiert die Vormundschaft von unserem Enkel. Der heißt auch Magnus. Sehr einfallsreich. Finstere Tage. Meine Gattin, Königin Camoa, wird seit mehreren Tagen von hohem Fieber. Jetzt habe ich sie wahrscheinlich angesteckt. Oh, die ist depressiv. Die können wir doch heilen, oder? Wir können doch heilen, Mensch. Und wir brauchen zwei Zutaten. Das heißt, wir müssen auch nochmal Zutaten sammeln gehen. Wir gehen in die Hügel. Eine Abhandlung verfassen machen wir jetzt nicht. Das kostet nur wieder Geld wahrscheinlich oder Zeit. Okay. Da will wieder jemand mitmachen. Ein Freund hier oben mit 80. Nee, oh, 1080. Mit eurer Hilfe kann ich jeden Feind besiegen. Der lässt sich gar nicht abbringen. Der will unbedingt mitmachen. So, wir haben ein paar Pflanzen bestimmt, glaube ich. Oh, wir haben aber keine mitgenommen. Wir haben nur welche bestimmt. Und unsere Ehefrau hat leider nicht geschafft und ist gestorben an Mittelmeerfieber. So, lauf mal hier hoch. Eure Vasallin, Herzogin Lecci, hat ihre Unzufriedenheit mit eurer Wahl von Beratern Ausdruck verliehen. Sie behauptet, sie sei qualifizierter als die meisten eurer Ratsmitglieder und wäre ein hervorragender Marschall. Was? Ich kann dich als Marschall einsetzen. 13 Punkte. Der hier hat 14. Ah. Ist die? Nee, die ist noch nicht im Rat. Wir könnten sie einsetzen jetzt hier. Eine ausgezeichnete Idee. Wobei. Oh, nee, Moment. Bekommt skandalträchtiges Ratsmitglied minus 20 Meinung bei allen Vasallen. Das können wir nicht machen. Minus 35 bei ihr. Da hilft alles nichts. Da musst du jetzt stark sein, gute Frau. Minus 72. So, dich brauchen wir gar nicht mehr. Du kannst mal nach Hause gehen. Ja, das Gesetz ändern ist echt heftig. Das ist echt heftig. Wir brauchen einen Berater, das kann unser Sohn machen. Haben wir hier irgendwo noch Religionen, die nicht zu uns gehören? Nö. Oh, wir suchen ja immer noch Kräuter. Wir haben zwei Pflanzenkräuter gefunden. Hilft jetzt leider unserer Ehefrau nichts mehr. Da sind wir ein bisschen zu spät zurückgekommen. Schade. Was ist denn hier los alles? Da ist ja alles voller Krankheiten. Schwindsucht hier oben. Hier unten schleichendes Fieber. Und natürlich nur bei uns. Hier oben ist noch die Schwindsucht, aber ansonsten hier unten auch noch schleichendes Fieber. Das war's aber auch. Bin gespannt. Eigentlich müsste irgendwann dann noch die Pest kommen. So 1600 laufen hier noch rum. Das können sie ruhig machen. Ach, der hat wahrscheinlich unseren Verbündeten vernichtet. Wo läuft er denn hin? Hier durch. Na gut, wir belagern erstmal hier durch. Einen Regenten. Oh ja, unsere Frau ist ja gestorben. Wir nehmen unseren Sohn natürlich als Regenten. Oh, und wir können den Titel Königreich Schottland jetzt übernehmen. Stimmt. Wir können den Titel übernehmen und vielleicht haben wir dann einen Anspruch, die Schuranspruch, komplett auf dieses Reich. Das wäre natürlich super.